Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt zum Händler und holen den Milchwagen. Und zwar recht flott, ne? Machen wir Licht an. Es wird schon langsam dunkel, aber noch können wir arbeiten. Also wenn es ja dunkel wird, dann werden wir ja auf 30 und 60 hochgehen mit der Geschwindigkeit, damit die BGH auch entsprechend Leasing? Der Traktor ist noch Leasing. Na gut, ja, dann muss ich näher abgeben. Ne? Wir haben 4 Fahrzeuge geleast wegen Strom. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Da werden wir die dann gleich näher zurückgehen. Brauchen wir nicht waschen. Ne? Das wäre ja Blödsinn. Ne? Das ist bezahlt. Nö. Jetzt geht's zum Händler und wir holen den Milchwagen. Den fahren wir dann zum Hof und dann können wir mit einem kleinen Traktor halt übernehmen. Steht da eh rum und dann können wir die Milch bestimmt um die eine halbe Million Liter Milch ungefähr. Ne? Schätze ich mal Minimum. Ne? Dann können wir aber in Thüringen fahren, im Norden fahren. Ne? Schöne Thüringer Milch, super. Vollmilch, Butter, der Käse haben wir nicht. Quark und Joghurt können wir voll produzieren. Muss ich sehen, ich muss ein Papier erstellen, muss ich da noch und für Zement muss ich noch einstellen. Und dann kann ich hier nochmal richtig Hackschnitze machen. Also welche Bäume fällen mit der Motorsäge und dann geht das immer ratzack mit der Fräse und dann mit dem Hänger und dann ab geht die Post. Dann können wir da voll Zement herstellen und dann eher schöne Brücke bauen. Das ist ja auch schon Materiallieferung voll im Gang. Ne? Geht da voll los jetzt, also richtig umfangreich. Dann nähern wir uns auch bald der 1000 in Folge. Gut, das wird noch 140, glaube ich, noch oder 30 noch absolvieren. Das sind 7 Folgen in der Woche. Gut, mit dem Livestream werden es dann 8. Ja. Das dauert ja noch eine Weile. Ne? Also ich schätze immer ganz grob. Also, ich habe auch nicht gerechnet. Also, in meinem wegen 1000 in Folge werde ich keinen Livestream machen, aber mal sehen, was gewünscht wird. Also nicht extra jetzt, wenn an die 1000 jetzt theoretisch am Mittwoch wäre, da würde ich jetzt keine machen, weil ich arbeiten muss, ne? Das muss man dazu sagen. Ne? Und weil wenn ich Spätschicht habe, dann bin ich früher zu Hause, Frühschicht, dann bin ich früher zu Hause. Und trotzdem kann ich abends dann nicht extra lange machen, weil ich muss ja auch nächster arbeiten, ne? Das ist ja, da darf man nicht vergessen, wenn man früh fährt, muss man früh aufstehen. Und wenn man früh aufstehen muss, ja, dann ist es halt, ne, sag mal so ganz vorsichtig, schwierig dann lange durchzuzocken. Ne? Zumal ist für mich immer ganz anscheinend, die Folge am nächsten Tag muss ja dann auch noch gemacht werden. Ne? Also, dass da der gewohnte Rhythmus dann bleibt. Ne? Das ist ja mein Anliegen, dass jeder weiß, aha. Thüringen, 14 Uhr, ist gebombt. Kann sich jeder verlassen. Natürlich kann es immer Änderungen geben, aber versuche es hinzukriegen, ne? Also hinzubekommen. Es sei denn, es technisch Probleme nicht geht. Ne? Das ist natürlich möglich, wenn ich jetzt 3-4 Tage kein Internet habe. Ja, der kann ich zwar produzieren, aber nicht hochladen. Ne? Oder wenn der Rechner den Hufen reißt, dann ist es auch so. Ne? Das ist halt leider so. Gut, ich könnte noch ausweichen, einen zweiten Rechner theoretisch, umständlich ist der Ton, weil der die Leistung nicht mehr hat, für den großen Monitor, seid mal ganz vorsichtig, aber das muss ich mal sehen. Das kann man ja vorher nicht wissen, ne? Also Klopf auf Holz, dass nichts passiert. Und jetzt kommt ja die neue Grafikkarte raus, die ich mich so nicht zulegen werde. Nur dazu sagen, ich werde mir jetzt keine Grafikkarte extra kaufen. Der nutzt mir eine Grafikkarte, die top ist und der Prozessor nachher der Schwachpunkt ist. Ne? Also das werde ich mir natürlich jetzt vermeiden. Ne?
Aber ich plan was. Also zu Weihnachten, das klappt. Hängt davon ab, wie alles die entsprechenden Angebote da sind. Ne? Also der Preis muss doch einigermaßen stimmen und die Technik dahinter muss auch stimmen. Ne? Also Arbeitsspeicher muss schon mindestens 32 GB sein. Prozessor, ja, sag mal so, 5 GHz und Bose soll er schon haben. Ne? Ich sag mal so, es soll immer eine Steigerung da sein zum alten Rechner. Anführungszeichen. Alt, naja. Anführungszeichen. Ne? Ein dickes Anführungszeichen. Ne? Alt, relativ. Ne? Aber wie gesagt, da habe ich noch keins gesehen. Also erstmal muss ja offiziell das rauskommen. Ich vermute mal ganz stark, die produzieren schon fleißig. Weil immer nach Gerüchten geht, haben sie die Produktion der GTX 80 eingestellt im Juni irgendwie. Das habe ich mal gehört. Das stimmt. Das kann sein, muss nicht sein. Ne? Das ist mal so eine Sache. Aber wie gesagt, wenn das halbwegs so hinkommt, so, immer gleich mal hier in den Traktor tauschen. Biete sie an. Das heißt, und aussteigen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Menü und Garage und werden mal die vier Fahrzeuge abgeben, denn die kostet doch mit Geld. Ne? Wenn da Gewicht dran ist, dann Pech. Anhänger auch. Die war gut, die haben gut abgeleistet. Traktor auch. So. Gewicht. Ja. Jetzt haben wir einen anderen Traktor, den noch, den kleinen. Den Gewicht werden wir mal. Nehmen wir den hier. Hat der Gewicht dran? Ich meine, der braucht kein Gewicht zum Mähfahren. Ne? Werde ich halt das Gewicht mit starken Bauern wegräumen. Der reicht ja aus, um den Milch zu fahren. Den Milchpunkt muss ich noch einstellen. Ne? Wahrscheinlich auch den Punkt zum Abladen für Milch im globalen Markt. So, wenn man doch trotzdem mal gleich mal wegräumen. Ne? Fällt er doch gleich hier um, ne? Die Silage ist voll. Unbedingt mal, die BGH ist voll. So, wir haben jetzt 9:30 Uhr. Wir gehen jetzt auf 60 hoch. Ne, das ist jetzt ein bisschen dunkel, ne? Mag ich nicht so sehr, aber ich habe den Schlafplatz ja, verkauft. Na, verkauft habe ich auch nicht. Ich habe den einfach den Mod gelöscht. Oder die Nacht jetzt überstehen. Da wollte ich nicht mehr zurückfahren, ne? Aber da hat mich da hochgelenkt. So, neuer Versuch, ne? Das sind die Unebenheiten, die ich habe hier. Da muss ich mal sehen, nachher später, was ich in der neuen Karte ein bisschen anders aufbaue. Ein bisschen anders. So, da läuft immer noch Wasser. Da muss ich auch noch Futter geben. Ne? Also, so, wo ist jetzt wieder Punkt? Eigentlich hier vorne komplett. Ne? Ist er nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ding. Ach so, ja gut. Das geht hier. Also muss ich mal ganz kurz. Das passt. Auf. Bisschen blöd vom Ausdruck her, glaube ich, auffüllen. Oder befüllen Milch. Ja, auffüllen Milch. Mir fällt halt nichts anderes ein.
560.000. 550.000, also. Hätten wir auch schreiben sollen für Kuhstall. Und das nicht. Das Herbst, ja, gut. Aufquellen Milch und Kuhstall. Kann ja überall sein, ne, sonst, ne? Ne, L. 2L. Ich bin ja gespannt, ob jetzt eine reif ist, ne? Oder noch reif wird. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz sicher. So. Haben wir so einen globalen Markt. So. Jetzt geht, glaube ich, der Wachstum durch. Das merke ich an der Performance. Muss ich mal leicht gucken. Das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Dann können wir mit der Erntebombe beginnen. Oh, da haben wir noch Stress. Ach, wir haben keinen Stress. Wir sind hier im Spiel, ne? Also hier ist das. Mal gucken. Hier ist genau. Milch und Punkt setzen. Und alles mit Flüssigkeit. Ist ja alles. Okay, alles rein. Gut, dann muss es reichen. Dann mal gucken. Einstellen. Auf für Milch und dann Richtung. Und dann hier noch einstellen, natürlich Milch, ne? Und keine Harnstoff hier. Nee. Nee. Wieso lädt er jetzt mit I an? Gut, weiß ich, was er will. Gucken wir gleich mal, ob das entsprechend reif ist. Könnte sein, muss auch nicht sein. Da geht was durch. Ist noch nicht reif. Und der hat die Gruppe, ne? Und hier ist noch nicht gewachsen. Die 40 ist reif, das Raps. Sonnen ist auch nicht reif. Auch nicht reif, aber 10 war ja klar, das gehört mir. Fahren wir gleich mit. Da fahren wir ein Stückchen weiter. Da, da werde ich jetzt mal nicht als anscheißen lassen, dass er wieder auflegt. Normalerweise ist ja nicht sinnvoll, ne? So 14, na gut. Schauen wir, dass die Milch klappt. Dann haben wir den dritten Fahrer eingestellt und fahren lassen. Dann müssen wir schauen. Das glaube ich so am besten, wer fährt. Wird jetzt keinen besseren Weg zurzeit. Und dann wollen wir sehen nachher, ob das noch das Wachstum durchgeht oder nicht. Die Gruppe hat das jedenfalls. So ist noch nicht reif. Jedenfalls nicht optisch. Das scheint zu klappen.
Zumindest er fährt schon mal die hoch und keinen großen Umweg über den Ort, ne? Und anscheinend ist er an, muss man verkaufen. Wahrscheinlich ist die Silage entsprechend noch nicht aber wir haben heute noch zu tun mit Fahrzeugreparatur und kurz waschen. Das muss ja auch gemacht werden, ne? Das ist ja auch wichtig, bevor wir überhaupt mit der Ernte beginnen können mit Mais, ne? Das ist ja auch das machen wir in Helles. Immer schauen wir hier mal in aller Ruhe, ob das klappt mit Milch aufladen und so. Und dann können wir gleich mit der Wartung beginnen. Oder ob hier wie fährt er jetzt lang? Also abladen. Ich der jetzt aufladen tut, dann kriege ich, dann beiße ich gleich ins Mikrofon. Ein bisschen hart, glaube ich. Mikrofon ein bisschen hart. Aber das sehen wir morgen. Ne? Sag mal so, tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen mit Milch und Co. Ne? Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.